Baumgartel suspendiert, richtig, was, richtig lächerlich. Ich finde es genau richtig. Aber Baumgartel hätte nicht der Einzige sein dürfen, der suspendiert wird. Da hätten noch ein paar mehr suspendiert werden müssen. Thomas Reis hätte suspendiert werden müssen. Peter Knebel hätte 24 Mal suspendiert werden müssen. Wen können wir denn noch nehmen? Ey, Kaminski würde ich auch suspendieren. Kaminski würde ich suspendieren. Einen Schallenberg würde ich auch suspendieren. Einen Seguin würde ich auf jeden Fall auch maximal suspendieren. Ein Ralf Fährmann ist zwar verletzt, ich würde den aber auch weiter suspendieren. Ich würde alle wegsuspendieren. Und dann umbenennen in Suspendierung 04. Genau. Das wäre der Masterplan. Was soll ich euch erzählen? Wen würdest du als sinnvolle Alternative zu Reis sehen? Mir fällt da gerade keiner ein. Mir auch nicht. Und die Leute, die fordern Reis weg, denen fällt auch keiner ein. Ich stelle eine Gegenfrage. Welcher Trainer mit Ahnung tut sich die Scheiße da überhaupt an? Wird es keinen geben. Schalke ist trainertechnischen Karrieretöter. Tut sich keiner an? Offensichtlich scheint es ja richtig zu knallen zwischen Mannschaft und Trainer, was auch sehr, sehr neu ist auf Schalke. Ja, ist sehr, sehr neu. Dass egal was für eine Mannschaft nach einer halben Saison ein Problem mit irgendeinem Trainer hat, ist echt super neu. Ich kann das halt einfach nicht mehr hören, ne? War mal bei einer Saison für einen Trainer. Und da haben wir schon gesagt, boah, jede Saison ein neuer Trainer kann nichts geben. Jetzt sind wir mittlerweile bei einer halben Saison für jeden Trainer. Ich weiß nicht, wo wollen wir hin? Glaubst du, dass mit Reis die dritte Liga angepeilt wird? Ich glaube, anhand jetzt, was jetzt gestern passiert ist und generell, ich glaube nicht mehr, dass Reis lange da sein wird. Von mir aus schmeiß Reis raus. Aber wenn Peter Knebel nicht mitgeht, ist es die größte Alibi-Personalie der letzten Jahre. Und noch eine größere als Kramer. Wenn Knebel nicht mit seine Koffer packt, dann ist es ein Witz. Dann ist es einfach ein Witz. Das zeigt aber mehr, dass das Transferfenster verballert worden ist. Ja, anscheinend ja nicht. Anscheinend ja nicht. Es sind ja super viele der Meinung, dass die Mannschaft mehr kann, wie es ist. Knebel geht nach der Saison. Ja, ist zu spät. Ist dann zu spät. Weil was glaubt ihr, wer den nächsten Trainer holt? Wer entscheidet den nächsten Trainer? Das wird wieder Peter Knebel tun. Reis ist aber auch ein Sturkopf. Die Mannschaft fühlt sich nicht wohl mit diesen Anweisungen. Das zeigen sie seit 8 Spielen, Liga der DFB-Pokal. Da muss der Trainer auch Zugeständnisse machen. Er muss schließlich nicht gegen die Pille treten. Ey, ich verstehe euren Ansatz. Voll, wirklich. Ich verstehe absolut euren Ansatz. Aber es kann doch nicht sein, dass sich auf Schalke mittlerweile einbürgert, dass sich irgendwelche Mannschaftsabteile einfach gegen jeden Trainer stellen. Das Bruder, dann läuft da irgendwas falsch. Irgendwer macht dann einen Fehler. Und entweder sind die Spieler beschissen oder die Leute, die die Trainer aussuchen. Und wer hat Reis ausgesucht? Wer hat den ausgesucht? Knebel. Wer hat einen Gramozis installiert? Das war auch Knebel. Irgendwas stimmt da ja nicht. Ey, und wenn du sagst, ey, der Trainer muss weg, dann ist mit der Mannschaft jetzt mittlerweile an dem Punkt, da geht gar nichts mehr. Ey, dann gib ihn ab. Dann gib ihn ab. Aber das Mindeste ist, dass Peter Knebel mit seine Koffer packen muss. Das ist das Mindeste, was da passieren muss. Und ich bin dann an dem Punkt, Reis war der letzte Trainertyp, den ich auf Schalke gesehen habe. Wir haben alle Trainertypen durch die letzten Jahre. Was soll jetzt kommen? Was soll nach Reis jetzt kommen? Wieder ein junger, wilder, wieder ein verrückter, ein moderner Trainer? Haben wir noch nicht gehabt, ne? Das ist mein Problem gerade in der aktuellen Situation. Was versprichst du dir von dem, oder was, wer soll da neu kommen? Wer tut sich dann an? Guck dir das doch mal an. Jeder hatte im Nachhinein Probleme mit dem Vorstand anscheinend, mit der Führungsetage. Jeder. Es ist egal, ob ein Gramozis war, ein Ruven Schröder, Bruder. Schröder hat nicht ganz eine Saison ausgehalten. Und dann fing das da auch an. Reis, eine halbe Saison. Jetzt fängt das da auch an. Am Ende ist das, weil Reis ein Sturkopf ist, ein Ruven Schröder ist geldgeil und ein Gramozis war auch stur, weil der hat auch nur seinen Ball gehabt, so. Langen Hafer und let's go. Waren alles die drei Personalien schuld. Und Schröder zeigt in Leipzig, was er kann, wenn man ihn machen lässt. Nein, Geld nur. Schröder war auch nur Geld. Das muss ich doch sehen, Alter. Es wird sich doch nichts ändern. Es wird sich auch nichts ändern jetzt mit dem neuen Trainer. Da spielst du 3-4 Spiele anders. Ey, meinetwegen spielst du eine halbe Saison anders. Und dann geht die Scheiße wieder von vorne los. Schröder und Eberl Blitzheilung durch Geld. Schröder, was eine Blitzheilung? Ich habe von dem bisher nie gehört. Also wirklich jetzt nicht. Wenn's anders ist, okay. Aber dass da wirklich das war, was Schalke so kommuniziert hat, habe ich nicht gehört. Die weirde PK kam von Knebel. Von keinem anderen. Und das habe ich damals schon gesagt und ich sage es wieder. Bei der Personalie mit Ruven Schröder und der Pressekonferenz, wer da die Schalke-Doku auf Amazon gesehen hat, wie die Personalie Gramozis geregelt worden ist von Peter Knebel, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und jetzt bist du wieder an einem Punkt, wo
sich, wo Spieler A seinen Berater schickt, der die Fresse aufmacht, wo der eine Papa vom Neuzugang sagt, so und so geht aber nicht, und wo sich dann ein Spieler in ein Interview stellt und ebenfalls einen Trainer anzählt. Ey, ich habe gar kein Problem. Ich mag solche Leute, ne? Ich mag solche Leute, die nicht irgendwas vom Zettel ablesen. Die sich einfach da hinstellen und ja, wir haben gerade eine schwierige Situation. Wir arbeiten alle gemeinsam da dran und frei raus, finde ich gut. Aber wäre das von einem Müller gekommen, feel free. Let's go. Müller, du hast meinen vollen Support. Nimm mir ein gutes Spiel vom Baumgartel bisher auf Schalke. Ein gutes. Was meinst du, was los wäre, wenn Reis öffentlich über Baumgartel machen würde? Einfach umgekehrt. Wird Reis suspendiert werden. Deswegen hat Baumgartel inhaltlich doch trotzdem recht. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, dass ihr versteht, worauf ich hinaus will. Richtiger Inhalt falscher Spieler. Nein. Für mich wirkt das so. Guck mal, der ist jetzt so knapp 3 Monate gefüllt beim Verein. Das ist für mich so alter wie damals in der Schule. Du kriegst eine Arbeit vor dir hingelegt, kannst die Arbeit nicht, scheißt komplett rein in diese Arbeit. Und deine einzige Verteidigung, die du zu sagen hast, ist ja, der Test war zu schwer. Die ganze Klasse hat schlecht abgeschnitten. Der Test ist zu schwer. So wirkt das für mich. Und dass ein Baumgartel kein Spieler ist oder generell die ganze Defensive, die hinten Mann gegen Mann spielt, ey, ich bin da voll bei euch. Aber wenn ich selber nicht mal das Gefühl auf dem Platz vermittle, dass ich versuche, was zu machen, und das Gefühl habe ich bei Baumgartel nicht, und das habe ich im letzten Talk auch gesagt, ich habe bei Baumgartel nicht das Gefühl, dass der Bock hat zu verteidigen und dass sich ausgerechnet er dann dahin stellt. Und dann wären wir wahrscheinlich bei richtiger Aussage falscher Spieler. Aber das ist mein Problem. Was ich da habe. Wenn du was nicht kannst oder keine Ahnung was, ist das die eine Sache. Aber wenn du auch gar keinen Bock hast, ist auch wieder eine andere Sache. Schalke hat nicht nur Gegentore kassiert, weil sie hinten Mann gegen Mann gespielt haben. Ich erinnere euch an Magdeburg. Die Gegentore. Wer sollte... Ne, hätte ein Müller was gesagt. Ey, Bro, der ist auch neu, aber der bringt seine Leistung. Der reißt sie den Arsch auf. Ein Spieler, der länger schon da ist und eine Führungsrolle hat im Team. Huch, da gibt's nicht so viele, ne? Bei der Argumentation darf ja niemand was sagen. Reißt jetzt einfach ein Fußballspiel, der 0,0 zu den Stärken der Spieler passt. Was ist eine Stärke von einem Schallenberg? Bro, der konnte gestern nicht mal einen Ball annehmen. Der konnte nicht mal einen Ball annehmen, den Schallenberg. Ich bin voll bei euch, dass der Trainer ein System spielen lässt oder eine Taktik gerade, die auf die Spieler nicht wirklich passt. Aber Bro, die Spieler sind, die machen auch gar keinen Anstand. Gibt's einen Unterschied, wenn du was nicht spielen kannst, aber es versuchst. Aber die sagen, nee, das ist nicht mein Spielsystem, also mache ich hier auch nichts. Und das ist ein fucking Unterschied. Und keine Ahnung, ey, vielleicht sehe ich das alleine so, bin ich vollkommen fein mit, aber... Schallenberg, was ist, hä? Seguin, genau das gleiche. Ich denke, der wurde als Führungsspieler geholt. Da ist nix. Da ist 0,0, gar nix. Ich will dir da nicht widersprechen, nur die Spieler der Leistung darf man auch auf etwas hinweisen, die Leute, die die Eier haben, es anzusprechen. Jan, ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber Baumgartel bei so einer Aussage sehe ich einfach maximal gar nicht. Wirklich nicht. Das kann auch vielleicht daran liegen, dass ich bisher nach den Auftritten absolut 0,0 von dem überzeugt bin. Gar nicht. Und ich habe mir was absolut anderes erwartet. Was komplett anderes. Aber der Kerl ist für mich ein Kaminski 2.0. Und was jetzt auf Schalke wieder kommt, was Stück für Stück sich wieder einheimst, ist Unsouveränität. Alles gelangt wieder an die Öffentlichkeit. Alles ist gefundenes Fressen für die Presse. Du wirst nie Ruhe reinkriegen. Plus die Unzufriedenheit der Fans, die sich auch wieder spalten. Ich habe schon lange keinen gemeinsamen Slogan mehr gehört. Der wurde jetzt auch über Bord geworfen. Gemeinsam. Auch schon nicht mehr gehört. Auch weg. Gebt gerne den Trainer ab. Haut den weg. Dann bin ich gespannt, wer da kommt. Und dann kriegt Baumgartel von mir exakt 3 Spiele. 3 Spiele. Wenn der dann nicht die Leistung bringt, dann kannst du ihn abgeben. Dann gib ihn ab. Tschüss. Ich kann mir die Scheiße nicht mehr geben, ehrlich nicht. Ich kann mir die Scheiße wirklich nicht mehr geben. Dann geh meinetwegen geschlossen nach dem Training, vor dem Training, als Team zu Peter Knebel und sage, hör mal zu, das geht nicht mehr mit dem. Dann mach das so. Können die ja auch gut. Ist in der Vergangenheit auch schon mal passiert. Ne? Komischerweise. Dann mach das so. Es wirkt aber auch ein Stück weit so, dass die Spieler schon gar keinen Bock mehr haben, die taktischen Vorgaben umzusetzen. Spätestens nach dem Interview gestern sieht man, dass der Trainer die Kabine verloren hat. Und da bin ich voll bei dir. Das meine ich ja damit, es ist ein Unterschied, wenn jemand ein System nicht spielen kann oder wenn er im Vorhinein überhaupt keinen Bock drauf hat. Nö, er hat keine Kündigung gefordert, er hat nur indirekt angesprochen, dass seine Taktik nicht so funktioniert und dass sich was ändern muss. Es war ein letzter Hilferuf.
als wenn ein Baumgartl in der Rolle jetzt, wir nehmen jetzt Baumgartl, weil der nochmal das Interview gegeben hat, als wenn der nicht sieht, was aktuell abgeht auf Schalke und wie die Thematik um den Trainer steht. Bro, das Feuerchen wurde gerade nach dem Magdeburg-Spiel so ein bisschen ruhiger oder beging zu erloschen und das Einzige, was Baumgartl jetzt gemacht hat, ist nochmal ein bisschen Terpentin nachspritzen. Es ist einfach nicht fucking souverän. Und wirklich weiterhelfen tut er das auch nicht. Am Ende des Tages hilft das dem Verein nie weiter. Und das ist der Kern. Das hilft dem Verein nicht weiter. Der Berater von Ralf Fährmann in der Situation hat dem Verein nicht weitergeholfen. Der Papa von Seguin hat dem Verein in der Situation nicht weitergeholfen. Und wie gesagt, wenn alle der Meinung sind, der Trainer muss weg, ey, gib ihn ab. Aber ich call euch jetzt hier, wir werden in 6 Monaten an der gleichen Stelle stehen, wenn Peter Knebel nicht mitgeht. Wir werden wieder hier sitzen. Spätestens 6 Monate. Weil ich mir nicht vorstellen kann und mir jegliche Fantasie dafür fehlt, welcher Trainer mit einem gewissen Package sich diese Scheiße da antun soll. Wer soll das sein? Und wen für Peter Knebel? Für Peter Knebel hätte ich einen Ersatz. Mein Ersatz für Peter Knebel wäre hier. Der kann auch einen Trainer suchen. Ey, und für Schalke ist der perfekt, weil der hat immer Kopfschmerzen. Weißt du? Der kennt das. Ein Anton kennt das. Anton immer Kopfschmerzen. Aber Anton niedlich. Anton ist süß. Und wenn Anton dich mag, dann hilft Anton dir. Aber Anton kennt sich aus mit Kopfschmerzen. Somit Anton gute Wahl. Am Ende des Tages aber Anton nicht realisierbar. Weil andere Vorstand sagt, kein Geld für Pokebälle. Somit Anton auch nix. Doch kein Anton. Ey, es wäre echt lustig, ne, wenn es nicht so traurig wäre, Alter. Es wäre wirklich lustig. Was ein Trainer für einen Unterschied machen kann, sieht man aber bei Stuttgart. Ja, bei Hoffenheim hat er auch nicht funktioniert. Und jetzt ist auf einmal ein guter Trainer, weil Stuttgart auf 1 steht. Mit dem Argument kannst du auch Schalke in der Rückrunde kommen. So, das kommt auf das Gleiche hinaus. Schalke Bundesliga-Rückrunde. Und dann kommen hier wieder andere Leute, die sagen, ja, aber das war ja kein ansehnlicher Fußball. Ja, den hatten wir unter Tedesco auch nicht. Drehst dich da einfach im Kreis. Du drehst dich einfach im Kreis. Du hast so viele Trainertypen. Du hast alle Trainertypen durch. Egal ob jung, egal ob alt, egal ob hart, egal ob weich, egal ob Kumpel. Egal ob Onkeltyp, egal ob Papa-Typ, egal ob Opa-Typ, der nicht weiß, wo der Parkplatz vom Trainingsgelände ist. Du hast da alles gehabt. Wirklich alles. Es gibt keinen realistischen Trainer, FIFA-Zocker. Für mich gibt es keinen realistischen Nachfolger, weil ich nicht weiß, wer sich da hinsetzt freiwillig. Schalke ist für Trainer ein Karrierekiller. Ein weiterer Trainer wird am internen Chaos auch nichts ändern können. Nee, das ist ja mein Punkt, den ich meine. Wenn du Reis abgibst, muss Knebel mitgehen. Egal, ob der im Sommer eh weg ist. Was ist das für eine Aussage? Ja, der wäre ja im Sommer eh weg. Ja, dann chill ich. Dann lassen wir die Saison doch einfach so zu Ende laufen. Dann ist er eh egal. Dann brauchst du auch gar keinen Trainer. Glaubst du, dass Knebel versucht, seine Karriere bei Schalke um jeden Preis zu retten, indem er versucht, solche Transfers wie Baumgartl einzutüten, egal, ob diese zur Mannschaft passen? Nee, ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Aber irgendwie kommt mir das manchmal so vor, als wenn die Leute da einfach sich nicht auf ihre Rollen konzentrieren und jeder dem anderen, der eigentlich vermeintlich mehr Ahnung hat, reinreden wollen. Hauptsache, die haben mal was erzählt so. Ich wünsche mir mittlerweile gar keinen mehr als Trainer. Ich habe Reis gefeiert, als er gekommen worden ist, was mit Reis auf Schalke passiert ist. Ich habe nach Reis jetzt jeglichen Glauben an die Trainerposition auf Schalke verloren. Die war ohnehin schon angeknackst in dieser einen Welle mit Großbaum und sowas. Aber ich habe jetzt jegliche Hoffnung auf irgendeinen guten Trainer auf Schalke habe ich verloren. Ist komplett weg, ist nicht mehr da und das ist kein dummes Gelaber. Ich habe keine Hoffnung mehr für irgendeinen guten Trainer auf Schalke. Dass ich jemals noch einen guten Trainer auf Schalke sehen werde, habe ich nicht. Ist weg. Nicht in der Konstellation, so wie sie gerade ist. Kannst du doch über Spiel reden? Was soll ich da groß sagen? Pauli verdient gewonnen. Pauli hat in sich verdient. Du hättest einen Unentschieden mitnehmen können. Wenn du dich aufs Wesentliche beschränkt hättest und ein leeres Tor triffst. Aber Elfmeter-Diskussion war für einige da. Ich weiß, dass es letztes Jahr bei Mané, glaube ich, die ähnliche Situation in München war im 16er. Da wurde kein Elfer gegeben. Da wurde ein Elfer gegeben. Ich sag, man kann den geben. Die Entscheidung möchte ich nicht fällen. Aber man kann den geben. Safe. Weil der da einfach dumm hingeht. Was ich aber nicht verstanden habe, ist, dass das Handspiel in der aussichtsreichen Position von Pauli nicht gepfiffen worden ist. Das habe ich nicht verstanden. Und dass das Einsteigen gegen Langer nicht gepfiffen worden ist. Das waren so zwei Situationen, wo ich mir gedacht habe, ärgerlich mit dem Elfer, wir waren so viel schlechter als Pauli, dass eh keine Ausrede sind. Nee, das kommt ja noch dazu. Der Elfmeter darf keine Ausrede sein. Also tut mir leid. Hast du sogar die Chance gehabt zum Ausgleich mit Kabadai? So, ich weiß nicht, wo der da hinpölt, keine Ahnung. Mörkin gestern auch Licht und Schatten in der ersten Halbzeit. Bruder, war da überhaupt nichts. Da wären wir wieder beim Thema Schizophrenie im Kader, was Spieler angeht und Leistung.
aber Mörken zweite Halbzeit babamäßig. Hätte ihn schon machen müssen, der Leiser machen müssen, weiß ich nicht. Ich hätte nicht mal mehr gedacht, dass der vor dem Keeper noch an den Ball kommt. Was der vor dem Keeper macht, war schon... Und danach hat er sich den einfach nochmal zu weit vorgelegt. Aber trotzdem das Auge dann in der Situation noch zu haben, den freien Mann im Rückraum zu sehen. Mörken hat aus der Situation fast das Beste gemacht. Natürlich, das Beste wäre ein Tor gewesen. Aber der wurde als Außenverteidiger geholt, ja? Merkt euch das. Aber ich finde, der Mörken, der macht Bock so, ey. Das ist so typisch inselmäßig. Wenn ich nicht wüsste, was der für eine Nationalität hätte, hätte ich gesagt, Waliser. Aber England passt halt auch, ne? Was der halt gar nicht kann, der Bruder, ist Flanken, ne? Flanken kann der überhaupt nicht. Also so überhaupt gar nicht. Aber alles andere ist okay. Gab es außer Mörken einer, der für dich besten wäre von Suspendierung 04? Gestern. Ich fand Polter gestern. Polter hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Polter fand ich in Ordnung. Bei Kabadai ist es halt noch das Alter, ne? Da dem jetzt halt, ey, den muss der machen, das weiß der selber. Aber ich bin dem da nie böse, Alter, ne? Ja, Langer hat gehalten, was zu halten war. Ne, Langer kannst du auch gar keinen Vorwurf machen. Szene Brunner war wild, wo er sich über die Gelbe beschwert hat. Die waren immer auch ganz komisch. Ich glaube aber, das ist generell, wenn du Fußball spielst. Oder auf dem Platz bist, dass die Wahrnehmung da nochmal eine andere ist. Und du anhand von deiner Reaktion dir ein bisschen was vom Schiri erhoffst, so, weißt du? Adrenalin noch in Kombi, ja. Es soll jetzt halt ein paar Profispieler, das ist okay. Kabadai, ja, deswegen. Wo ich halt erstaunt drüber bin, ist, dass irgendwie, hab nur ich das Gefühl, oder war das gestern auch wieder so, dass, wenn Draogo eingewechselt wird, der irgendwie gefühlt krampfhaft nicht gesucht wird. Also ich finde, die umspielen den auch jedes Mal. Der kriegt so wenig Bälle. Genau dasselbe gesehen, Schallenberg übersieht den. Bei Schallenberg, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Ey, ich habe die Saison in Paderborn von dem nicht gesehen, ne? Ich dachte mir nur wirklich, ey geil, Kapitän von Paderborn kann nicht so schlecht sein. Aber was da bisher kommt, und ja, der wird oft alleine gelassen. Aber so grundlegende Dinge, wie man einen Ball annehmen oder so, das ist halt auch nichts. Und dann erinnere ich euch nochmal ganz kurz an das Video, was die letzten Tage rumgegangen ist zum Abschlusstraining auf Schalke. Also Torabschluss. Ich dachte, das wären alte Aufnahmen von mir, wo ich damals in der C-Jugend angefangen habe, ne? Die müssen das doch extra machen. Das muss ein Fake-Video sein. Muss. Haben die das nicht öffentlich als inszeniert verkauft? Ich habe keine Ahnung. Das würde mich nicht wundern. In so einer Situation noch ein bisschen pranken. Hey, läuft gerade eh nicht so gut, dann sind wir wenigstens ein bisschen lustig. War wahrscheinlich auch wieder eine Knebelidee. Um die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Ist ja wahrscheinlich gerade vorm Training in die Kabine gegangen, Jungs. Ihr kriegt halt gerade wieder mit, die Presse hat sich auf uns eingeschossen. Thomas, wir haben folgende Idee. Ich weiß, du bist eher der grimmigere Typ, aber ich habe die Peilung, ich bin schon ein bisschen länger hier. Jungs, meine Idee wäre, die Social Media Abteilung und ich haben uns gebrainstormt. Und unsere Idee wäre, dass wir einfach so, Thomas, du lässt ein paar Flanken schlagen und die Abschlussspieler in der Mitte, ihr pölt die Bälle irgendwo hin, ihr tut alles, aber ihr schießt nicht ins Tor. Und dann regen die sich noch mehr auf und am Ende können wir sagen, ah, war Spaß, im Spiel machen wir ernst. Und dann haben wir so ein bisschen lockere Stimmung hier wieder. So kriegen wir die Fans auch wieder. Und dann werden die alle gesagt haben, ey Peter, das ist eine astreine Idee. So machen wir's. Dachte mir bei dem Namen im Sommer, wow, das wird krass. Ja, nix da. Ich habe nicht gedacht krass, aber ich war schon erstaunt von manchen Transfers. Also in der Situation, wo Schalke gerade ist. Aber am Ende des Tages so, kommt mir dazu vor, als wenn es einen Grund gab, warum die anderen Ex-Vereine die Spieler haben ziehen lassen. Nur Schalke hat diese Gründe nicht gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das Dings finde. Wo ich das Video... Das ging auf Insta viral und ich glaube auf TikTok. Ey, aber kein Plan, Alter. Mich regt da so viel auf einfach, ja. Ich bin auch wirklich sehr, sehr enttäuscht vom Baumgartl und nicht wegen dem Interview da gestern. Am Ende des Tages ist mir das scheißegal, dass der jetzt suspendiert worden ist. Das passt einfach in die Situation gerade wieder rein. Aber, Bro, ich habe mir auch von dem so viel mehr versprochen, ne? So, so viel mehr. Von einem Seguin, dass der vorne weggeht, dass du ein bisschen Mentalität da reinkriegst. Auch gar nichts. Die haben alle so eine Mitläufer-Mentalität. Dann hast du gerade das Gefühl, dann so in Situationen, wo es irgendwo unangebracht ist, dass die dann da ihre Klötze wiederfinden. Weißt du? In einer irgendwo unangebrachten Situation, da haben sie, hör mal,
Ich habe was wiedergefunden und das werde ich jetzt hier preisgeben. Was soll ich euch erzählen? Schlussresümee, abschließend. Meinetwegen, hau Reis vor die Tür. Ich habe mittlerweile jeglichen Glauben an irgendeinen Trainer auf Schalke verloren. Reis war meine Wunschlösung. Das hat ein halbes Jahr funktioniert. Jetzt scheint das nicht mehr zu funktionieren. Ich habe den Glauben an Trainer auf Schalke verloren. Aber wenn du ihn abgibst, muss Peter Knebel mitgehen. Was soll passieren, wenn der den nächsten Trainer ebenfalls wieder aussucht? Da wird das Gleiche passieren. Ey, ich bin mit dem privat ganz cool. Den habe ich diesmal nicht im Urlaub getroffen, sondern beim Bäcker Annegret, wo ich mir ein paar Bohnenbrötchen gekauft habe. Und da kamen wir ins Gespräch, weil meine normalen Brötchen waren bei denen in der Tüte drin. Und da kamen wir ins Gespräch und wir haben gesagt, ey, lass doch einfach mal treffen und dann machst du das hier. Genau so was wird wieder passieren. Dann hast du die nächste Geschichte, wo du dir wieder am Kopf packst. Alternativ dazu, zu so einer Bäcker-Story wäre dann noch, ja ey, der hat damals als 12-Jähriger den Schalke-Poster im Zimmer hängen gehabt. Der war jetzt kein Fan, aber der mag die Farbe blau und dann hat er das da hingehangen, aber der lebt den Verein, ne? Das wäre auch noch so eine, auch noch eine cremige Aussage, die ich mir auch sehr gut vorstellen könnte beim nächsten Trainer. Chat, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo wir hinkommen werden. Ich weiß nicht, was das geben soll. Vielleicht Baumgart von Köln, wenn der entlassen wird. Dann ist da irgendwo auch wieder der gleiche Trainertyp. Bro, wenn die bei Reis rumheulen, was werden die bei Baumgart machen? Es ist egal, wen die holen. Der eine ist zu lieb, der andere ist zu streng. Der andere ist zu taktisch, der andere ist nicht taktisch genug. Hier werden sie zu viel im Training gefordert, da werden sie zu wenig im Training gefordert. In guten wie in schlechten Zeiten. Nur ich hätte halt langsam wirklich mal wieder gute Zeiten. Konstant mal wieder ein bisschen. So, nicht nur mal so 3-4 Spiele konstant schön, sondern auch mal wirklich so 1-2 Jährchen immer. Mit 1-2 Jahren wäre ich ja schon mal zufrieden wieder, ne? Damit sie meinen Körper auch mal wieder akklimatisieren kann. Aber ist ja nicht. Ist ja nicht drin. Ist ja nicht drin. Geht ja nicht. Wenn du Schalke-Fan wirst, hast du eine eingebaute Stressgarantie. Die ist mit dabei. Da musst du auch nicht mehr für bezahlen. Die ist mit dabei. Wünsche ich mir als HSV-Fan auch. Ja, wir können uns die Hand reichen. Hamburg, Schalke, Hertha. Die haben gerade alle ein Zimmer, wo ein Etagenbett drin steht. Sprich, zwei können immer mal so ein bisschen pennen. Der eine hat aber Höhenangst, muss aber trotzdem oben pennen. Der eine hat dann mal so ein bisschen Ruhe unten. Und der andere kriegt überhaupt kein Bett. Der kann auf dem Boden pennen. Und die wechseln sich immer mal so ein bisschen ab. Alle drei haben Höhenangst. Aber immer mal wieder muss, wenn einer oben pennen. Und einer hat, wie gesagt, gar kein Bett und der andere pennt da, wo er will. So alle 2, 3, 4 Wochen wechselt das einmal durch. Wie Reise nach Jerusalem. Ich kann das nicht mehr, Chat. Ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Ich hoffe einfach nur, Knebel geht. Hechelmann hat ja sein Know-how, habe ich gehört, ja auch ein bisschen von Fußballmanager. Ey, dann mach es einfach, ne? Dann mach es einfach. Hol einfach Cristiano Ronaldo. Let's go. Hol Messi, der ist gerade billig, weil der, glaube ich, auch verletzt ist. Hol die beiden. Erfüll der Fußballwelt noch einmal einen Wunsch. Lass die beiden in einem Verein spielen. Ey, und dann ist doch Töfte, ne? Dann sind wir alle zufrieden. Und gut ist. Und nach 10 Minuten werden wir dann wach und wissen, aha, 6 Uhr, ab zur Arbeit. Let's go. Oder wir machen die PlayStation aus. Ab geht's.